Und herzlich willkommen zurück nach langer Pause bei unserer nächsten Veranstaltung in der Reihe Marx am Montag, und zwar heute mit dem Thema moderner Marxismus in den USA. Wir haben als Gastrednerin Ines Schwertner vom Jakobin-Magazin eingeladen. Ines ist Politikwissenschaftlerin, Podcasterin bei Halb 10 FM und Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Jakobin-Magazins. Das Magazin wird in den USA, Brasilien, Italien und Deutschland aufgelegt und steht laut Selbstbeschreibung für die unerwartete Rückkehr des demokratischen Sozialismus, der dieses Mal anscheinend eben aus den USA kommt. Die beiden prominentesten VertreterInnen sind wohl Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Beide verknüpfen radikale und pragmatische Politik für die Masse der Menschen und fordern zum Beispiel einen Green New Deal oder Medicare for All. Aber ist das alleine schon moderner Marxismus? Dazu wird Ines gleich ein paar Worte sagen. Und vorher möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr alle auf Facebook in den Kommentaren uns Fragen schicken könnt, die wir dann nach dem Input von Ines aufgreifen und stellen. Deswegen werde ich vielleicht irgendwann mal ganz kurz nach unten schauen auf mein Handy, da werden mir nämlich die Fragen hingeschickt. Ja, herzlich willkommen nochmal, Ines. Danke, dass du da bist. Das hat uns wirklich sehr gefreut, und Bühne frei. Ja, danke für die Einladung. Ich finde es ja sehr schade, dass ich, also es war nett, dich zu sehen, Julian, aber ich sehe alle anderen jetzt gerade nicht in dem Livestream, und ich wäre auch gerne nach Erfurt gekommen, weil ich Thüringen ganz gern mag. Insofern schade, dass das jetzt so online stattfinden muss, aber ich freue mich trotzdem, denn genau, wie du gesagt hast, wir haben jetzt die deutsche Ausgabe des Jakobin-Magazins auch gerade rausgebracht, und sie verweist schon so ein bisschen auf das Thema, deswegen zeige ich es nochmal. Genau, du hast es jetzt auch schon. Okay, beides ist vielleicht zu viel des Guten. Auf jeden Fall verweist es ja auch schon auf die beiden Figuren in dem Cover. Und ich wäre natürlich gern zu euch gekommen und hätte dann das Magazin rumgereicht. Und so sind leider alle unsere Veranstaltungen zum Erscheinen am 1. Mai ins Wasser gefallen. Oder beziehungsweise wir haben alles auch online verlegt. Das war sehr schade. Genau, aber deswegen machen wir das jetzt trotzdem einfach mal so. Und ihr könnt dann gerne Anschluss Fragen stellen. Ich werde sozusagen einfach meinen Vortrag so ein bisschen rattern und mir vorstellen, ihr würdet jetzt einfach hier mir gegenüber sitzen. Ich sehe ja zumindest dich, Julian. Also das ist ja irgendwie schon ganz gut. Genau, ich habe mir das so überlegt, dass der Titel Moderner Marxismus in den USA ja wirklich ziemlich hochgegriffen ist, beziehungsweise ich habe gedacht, oh wow, wie fange ich denn da überhaupt erstmal an? Weil natürlich für Marxistinnen und Marxisten da ganz, ganz viel Geschichte und ganz, ganz viel Theorie-Hintergrund ja auch steckt. Aber ich habe mir überlegt, okay, man muss da jetzt keine Sorge drum haben, sondern es geht ja eigentlich darum, was passiert eigentlich an realer Bewegung und auch an realer Politik, und wieso begeistert das so viele Menschen? Insofern ist es aus meiner Sicht total in Ordnung, da auch von Marxismus zu sprechen, und ich würde auch gar nicht, das sei gleich vorab gesagt, gar nicht so sehr um die Begriffe streiten. Es gibt auch in den deutschen Debatten darum, was ist jetzt Bernie Sanders? Ist er Sozialdemokrat? Ist er wirklich demokratischer Sozialist? Ich würde mich gar nicht so sehr auf die Begriffsdebatte einlassen, um darüber zu streiten, ist das jetzt aus deutscher Perspektive irgendwie überhaupt noch links oder ist das eben einfach nur sozialdemokratisch, weil ich finde, das ist nicht, warum es uns interessieren sollte, sondern eben, warum begeistert es so viele Menschen, warum war das eine tatsächliche Machtperspektive, also so nah wie Bernie Sanders in der Präsidentschaftskampagne in diesem Jahr und auch schon vor 4 Jahren überhaupt eines Politikwechsels gekommen zu sein, ist einfach vorher vollkommen unvorstellbar, zumindest für meine Begriffe, dass ein so linker Kandidat mit so einer radikalen Agenda für die USA eigentlich so viele Millionen Menschen begeistern könnte und eben nach ihm tolle andere Politikerinnen und Politiker kommen, wie eben AOC und viele andere, die sich als Sozialistinnen bezeichnen. Das heißt, ich würde das erstmal ernst nehmen, den Erfolg ernst nehmen und eben so ein bisschen skizzieren wollen, wie es zu diesem Erfolg kommen konnte und am Ende vielleicht auch ein bisschen, was wir daraus lernen können. Und das hört sich jetzt ein bisschen hausarbeitsmäßig an, wenn ich jetzt die Struktur vergebe. Ich hoffe aber, ihr folgt mir, weil ich wollte dem Ganzen so ein bisschen mehr Struktur geben. Ich habe so einen ähnlichen Vortrag schon mal im Sommer
letzten Jahres gehalten bei der sozialistischen Linken, bei deren Sommerakademie, wo ich über den Millennial Socialism sprechen sollte. Also Millennial Socialism, das heißt so die, sozusagen meine Generation, die in den 80ern geboren wurden, warum sind junge Menschen jetzt wieder für Sozialismus empfänglich sozusagen? Und da habe ich eine starke Betonung gelegt auf die Begeisterungsfähigkeit der neuen sozialistischen Bewegung. Und das stimmt, glaube ich, nach wie vor. Aber da jetzt ja mittlerweile sehr viel Zeit vergangen ist und sowohl die Corbyn-Linke verloren hat, als auch die Bernie Sanders-Kampagne gescheitert ist, muss man sich natürlich auch selbstkritisch fragen, okay, die Begeisterungsfähigkeit allein und der Fakt, dass viele junge Menschen da mitgemacht haben, reicht ja offensichtlich nicht aus, dieses Phänomen zu beschreiben. Insofern bin ich jetzt ein Jahr später ein bisschen selbstkritischer und würde tatsächlich noch mehr Wert auf die Struktur legen. Deswegen fange ich gleich an, welche sozusagen strukturellen Begebenheiten haben eigentlich ermöglicht, dass es diesen Aufstieg gibt. Und dann im zweiten Schritt schon nochmal über die Repräsentation und über die Form zu sprechen, weil es gibt so einige, die legen starken Wert darauf, dass es eben, dass es in den USA, es gibt ein anderes Wahlrecht, das ist in Deutschland nicht möglich. Die anderen sagen eben, ah, es gibt bei uns keine AOC oder so. Also ich würde sagen, beides stimmt so ein bisschen, beide Momente sind wichtig. Darauf gehe ich also als zweites ein. Es braucht auch die Figuren und die Repräsentation. Und im dritten Schritt dann, was wahrscheinlich am wenigsten besprochen wurde und wo ich auch, wo es, glaube ich, noch die meisten Fragen gibt, nämlich die inhaltliche Ebene. Also wie du schon gesagt hast, welche Politikvorschläge gibt es eigentlich? Sind die eigentlich radikal? Sind die einfach radikal pragmatisch? Was würde das bedeuten? Und was könnte das für ein inhaltlicher Turn sein, der da auch gemacht wurde? Und den, wo ich sagen würde, den auch Jacobin, den wir auch vertreten als Magazin und was wir auch ein Stück weit übersetzen wollen in die deutsche Debatte. Genau, um dann am Ende nochmal eben darauf überzugehen, was das vielleicht für die deutsche Linke bedeuten könnte. Und ja, freue mich dann im Anschluss auf die Diskussion. Genau, aber um bei meiner Struktur zu bleiben, also was macht das System der USA sozusagen so, was macht es möglich, dass plötzlich der demokratische Sozialismus aus den USA kommt? Man hätte es nie gedacht, das ist eigentlich das Herz der Bestie, also sozusagen das kapitalistische Land, das eines der kapitalistischen Zentren und Kommunismus, Sozialismus absolut verpönt und plötzlich kommt jemand wie Bernie Sanders, der schon seit Jahrzehnten im Prinzip die gleiche Politik macht, also der hat sich sozusagen so weit gar nicht verändert, ist auch noch ein alter Mann. Wie kommt er jetzt so plötzlich an die Spitze einer Bewegung? Wie konnte er Präsidentschaftskandidat werden? Und was viele eben zu Recht, glaube ich, darauf hinweisen und auch wie Corbyn als linker Kandidat bei Labour überhaupt an die Spitze kommen könnte, ist natürlich das Mehrheitswahlrecht. Also das heißt, du hast eigentlich schon diese beiden Parteien, die Republikaner und die Demokraten oder beziehungsweise Labour und Tories. Und du hast das System, dass du im Prinzip als Linke weißt, so, okay, ich kann, entweder bin ich an einem revolutionären Rand irgendwie links oder ich gehe in die Demokratische Partei und versuche da was zu machen. Insofern sind Leute wie Bernie Sanders, der zwar auch als parteiloser Politik gemacht hat, aber für so eine Präsidentschaftskandidatur ist es ziemlich klar, man muss in der Demokratischen Partei das machen. Und das Mehrheitswahlrecht sozusagen stärkt diese Polarisierung von einzelnen Personen sowieso schon stärker und stärkt natürlich auch ja, die inhaltliche Polarisierung, wenn du eigentlich diese beiden Pole hast. Und der Vorwahlkampf macht ja auch schon immer sehr, sehr deutlich, welche einzelnen Kandidaten stellen sich dafür auf. Und das heißt, dass Bernie Sanders überraschenderweise 2016 eben gegen Hillary Clinton ganz gut abgeschnitten hat, überraschend gut, eben weil er in diesen ganzen Vorwahlkämpfen sich schon so präsentieren konnte als Outsider und dadurch aber sozusagen in den Mainstream gehoben wurde, was man sich jetzt, wenn man einer kleinen Partei in Deutschland angehört, ehrlicherweise wird man gar nicht erst eingeladen zu irgendwelchen Sendungen oder so. Insofern hat das Mehrheitswahlrecht spielt natürlich eine große Rolle. Und worauf auch viele richtigerweise hinweisen, ist, dass sozusagen der finanzmarktdominierte Kapitalismus in den USA und auch in Großbritannien nochmal viel, viel stärker war. Also alle Deregulierungen im Prinzip nochmal ja, stärker reingehauen haben, der Wohlfahrtsstaat noch mehr ausgehöhlt wurde oder nie so stark war, auch wie in Deutschland zum Beispiel, sodass die Ungleichheit halt besonders riesig ist. Also sozusagen man sieht es sehr, sehr deutlich, viel mehr Menschen haben keine Krankenversicherung, viel mehr Menschen
leben auf der Straße unter ganz, ganz schrecklichen Lebensbedingungen, haben ganz viele Jobs, können sich kaum über Wasser halten. Das heißt, die Ungleichheit in den USA ist nochmal so verpierend groß und die Neoliberalisierung der Gesellschaft sozusagen so weit vorangeschritten, dass man sagen kann, eigentlich driftet diese Gesellschaft polarisiert so stark, dass auch so eine linke Alternative fast schon ja, auf der Hand liegt. Ja? Also das sind sicherlich Gründe, warum man sagen kann, okay, also wer von sozialer Gerechtigkeit spricht in den USA, ist per se schon mal, hat so eine gewisse Massenbasis, einfach weil es Menschen objektiv so schlecht geht und weil eben solche Forderungen wie Medicare for All so viele Millionen von Menschen ansprechen. Also ich glaube, das sind schon strukturelle Gründe, die es sozusagen erstmal ermöglicht haben und natürlich auch die Wahl Trumps 2016 dann auch nochmal ein Weckruf war, für viele zu sagen, okay, jetzt ist wirklich ein Tyrann ins Weiße Haus gekommen, nicht, dass die vorigen Präsidenten wesentlich besser waren, aber natürlich hat es der Linken auch sozusagen so einen Schlag verpasst zu denken, okay, wir hatten eigentlich 8 Jahre Barack Obama, der wirkte doch sehr progressiv, das war der erste schwarze Präsident, der war doch schon quasi links, aber es ist eigentlich für die Bevölkerung nicht so viel dabei rumgekommen. Also seine Krankenversicherung ist nicht bei den Menschen in der Weise angekommen und auch der schwarzen Bevölkerung hat es nicht wirklich was gebracht, dass er Präsident war. Und insofern war es eine große Ernüchterung, glaube ich, bei vielen, die Hoffnung hatten zu sagen, eigentlich haben wir uns darunter versprochen, jetzt kommt ein linker Präsident. Und de facto aber hat sich nicht so viel verändert und sogar noch schlimmer, er hat sozusagen den Weg bereitet für einen Präsidenten wie Trump. Und gerade in den ärmeren Bereichen, also in den Swing States, konnte Trump eben sehr, sehr stark gewinnen in den deindustrialisierten Zonen. Und viele haben sich gefragt, wie konnte uns das passieren, dass so viele arme Menschen, auch die Poor Whites, Trump gewählt haben, also rechts gewählt haben. Das war schon nochmal ein Weckruf und war auch bei Jacobin so, dass viele Debatten sich natürlich darum drehten, was macht man als Linke jetzt? Und ich glaube, dass jemand wie Bernie Sanders, der eine sehr authentische Art von Linkssein verkörpert hat, da einfach eine wichtige Figur war, genau in diesem Moment im Verhältnis zu Hillary Clinton, die halt sehr, sehr stark an der im demokratischen Establishment, die einfach steht für Wall Street und die große Sponsoren bekommt und so weiter. Also Hillary Clinton war sozusagen der Inbegriff dieses Verfalls der Demokratischen Partei. Und Bernie Sanders war eben eine Alternative, die viele darin gesehen haben. Und deshalb, glaube ich, kam auch der große Erfolg. Und das bringt mich eigentlich eben auch schon zu dem zweiten Punkt, also zu den Protagonistinnen und zu der, ich sag mal, Performance von den Leuten, weil Bernie Sanders eben nicht einfach nur ein sympathischer Typ ist und ein authentischer Typ, der eben seit Jahren für diese Politik schon stand, sondern er es auch geschafft hat, eine Kampagne aufzubauen, die sehr, sehr darauf baut, eine Graswurzelkampagne zu haben. Also es wurde sehr viel von unten organisiert, sehr viel Organizing betrieben. Viele auch in Deutschland haben Wahlkampf gemacht für Bernie Sanders, das muss man sich vorstellen. Also es gab Telefon-Organizing, man konnte hier in Berlin, haben sich jede Woche Leute getroffen und telefoniert, für Bernie Sanders, sind sogar einige in die USA geflogen und haben damit Wahlkampf gemacht. Also die Begeisterung war so überschwappend, weil auch die Art der Kampagne eine ganz andere war, glaube ich. Und auch die Art der Videos, die dabei entstanden sind, also alle Kampagnenvideos waren so getragen von der großen Herzlichkeit und Offenheit und Menschlichkeit, die man, glaube ich, schon, also die ich auch einfach vermisst habe bis dahin, im politischen Geschehen, die mich einfach ergriffen haben und ich glaube viele andere auch. Ich wollte dazu noch ein Video zeigen mit Killer Mike, aber es ging leider vom Ton her nicht, sonst hätte ich jetzt kurz einmal 3 Minuten nicht gesprochen und euch das sehen lassen, aber genau, ihr könnt ja dann den Link posten und dann könnt ihr euch das danach angucken. Das war eben noch am Anfang der Kampagne oder ja, relativ in der Mitte, wo die Chancen noch ganz gut aussahen, dass er tatsächlich sich durchsetzen könnte. Und es gab einfach eine Menge von Videos, die gar nicht von dem Team selber gemacht wurden, sondern die dann Fans selbst geschnitten haben. Also die besten Videos waren eigentlich gar nicht mal von der Kampagne selbst, sondern von anderen Leuten. Und die waren so ergreifend und haben eben, wie jetzt dieses ein Video mit der Rede von Killer Mike, so
viel transportiert, dass es eben um mehr geht als nur darum, jetzt den Präsidenten zu wählen. Darum geht es auch, weil es eine Entscheidungsfrage. Aber es geht darum, sehr vielen schwarzen Menschen und allen Menschen, die bisher keine Rechte hatten, eine Stimme zu verleihen. Und sozusagen, das hat gezeigt, dass diese Bewegung viel größer ist als jetzt nur, sage ich mal, ein Programm, was sich um Medicare for All dreht oder den Green New Deal, sondern er sehr stark gemacht hat, wir warten seit Generationen auf diese Form von Gleichheit, wir warten seit Generationen auf eine andere Form von Freiheit. Der amerikanische Traum, den gibt es für uns de facto nicht. Und diese Ansprachen, diese Reden waren sehr, sehr stark, waren sehr, sehr emotional und waren vor der Ansprache eben auch besonders. Jetzt teile ich doch meinen Bildschirm, auch wenn es nur um einen Tweet geht, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr besonders, weil er eben in dieser Ansprache, okay, ich tue es jetzt einfach. Kann ich den hier? Genau, also das ist das Video, was ich euch hätte zeigen wollen. genau, aber das ist der Tweet. Und zwar war, glaube ich, keiner während des Wahlkampfs so eindeutig wie Bernie, der geschrieben hat, wenn es hier einen Klassenkampf in diesem Land gibt, dann ist jetzt endlich Zeit, dass die Arbeiterklasse gewinnt. Und das war so, also man sieht es, ich habe es auch geteilt, das war so beeindruckend insofern, als dass die Ansprache so klar war und auf die arbeitenden Menschen gezielt hat. Also selten oder beziehungsweise im deutschen Kontext, weiß ich, wüsste ich gar nicht, habe ich es noch nie gehört, wie jemand so eindeutig sagt, es geht um die arbeitenden Menschen und jetzt haben wir hier Klassenkampf. Also das wirkt, man wird ja so ein bisschen rührselig, wenn man sowas sieht. Könnt ihr mich sehen? Ich sehe jetzt immer noch diesen Tweet. Ich sehe dich wieder. Okay. Okay. Ich sehe mich gerade selber nicht, aber es ist auch in Ordnung. genau, also es war so besonders, glaube ich, dass ein Kandidat, der Präsident werden könnte, gerade in den USA, halt von Klassenkampf spricht und auch sagt so, es geht um das obere 1%, hat die gesamte Macht in diesem Land und es geht jetzt um die 99%. Also es war nochmal so eine Anleihe der Blockupy-Bewegung, die zwar viel, viel älter war, aber die amerikanische Linke hat, glaube ich, in einem großen Stil, zumindest für diese Kampagne erkannt, dass aus den Protesten von Blockupy, die schon richtig waren, die diese 99% schon angekündigt haben, folgte aber noch keine Politik. Das heißt, es musste darum gehen, wie können wir aus diesem Protest Politik machen? Und ich glaube, die Kampagne um Bernie Sanders hat einfach das Ganze in eine Machtperspektive gebracht, die besonders war und die vor allem auch viele gebunden hat, die eben, ich sag mal, genau, so vielleicht eher so liberal links waren, aber auch große Teile der marxistischen, sozialistischen Linken mit an sich gebunden hat, weil viele gesagt haben, es ist jetzt vielleicht nicht alles perfekt, also marxologisch gesprochen, okay, der Mann sagt jetzt nicht die ganze Zeit, zitiert nicht die ganze Zeit Marx, aber darum ging es halt auch nicht, sondern es ging darum, überhaupt wieder so etwas wie Klassenkampf sprechfähig zu machen und die Art und Weise, wie das halt in der Popkultur dann aufgenommen wurde und wie viele Memes es gab und wie sympathisch Bernie rüberkam, also es gibt so ein Video auch, wo so ein Paketbote ihm so auf die Schulter klopft und wo man einfach merkt, es gab so Momente von Anerkennung von arbeitenden Menschen für diesen Kandidaten, die waren authentisch und die haben Leute mitgerissen. Und genauso glaube ich jetzt AOC, wahrscheinlich habt ihr auch schon Artikel mittlerweile dazu gelesen oder die Rede auch gesehen oder mehrere Reden von ihr gesehen. Das heißt, es sind im Laufe der letzten Jahre durch die Wahlen viel, viel mehr Kandidatinnen in den Kongress gekommen, ins Repräsentantenhaus gekommen und haben wirklich, obwohl es nur so wenige waren eigentlich, ziemlich viel durcheinander gebracht, weil sie eben eine andere Agenda mitgebracht haben, sich als Sozialistinnen bezeichnen, weil sie auch Latinas sind, schwarze Frauen sind, also weil sie auch rein von ihrer Repräsentation her tatsächlich woanders herkommen und sagen, sie kommen aus der Arbeiterklasse und sie sprechen jetzt auch für arbeitende Menschen. Und das hat eben schon allein auf dieser Repräsentationsebene schon einen Unterschied gemacht, der eben von der inhaltlichen Ebene, auf die ich jetzt zum Schluss komme, nicht zu trennen ist.
Und deswegen würde ich schon sagen, dass die amerikanische Linke jetzt so ganz grob gesprochen, und natürlich gibt es immer noch Sektierereien dazwischen, will das jetzt gar nicht davon freimachen, aber so im groben Sinne einen Turn gemacht zu so etwas wie Class Politics, also eine Art Klassenpolitik, die vereinnahmt ist, die auch alle Unterschiede kenntlich macht und gleichzeitig aber einen sehr, sehr starken Drall hat, das zu kommunizieren und die Ungleichheit in dem Land anzuprangern. Wir hatten das bei Jacobin, oder es ist auch eine sehr amerikanische Debatte, aber man kann es so beschreiben als so die neue alte Linke. Also es ist der Versuch, die Ideale und Ideen einer alten Linken mit Streiks, mit einer starken Arbeiterbewegung, was man verknüpft eben mit einer alten Linken, wieder zu revitalisieren und zu sagen, das ist eine neue alte Linke im Verhältnis zu der neuen Linken, die eher von 68 geprägt ist und eher sozusagen viele Kulturpolitiken übernommen hat und feministische Ansätze, antirassistische Ansätze sehr stark gemacht hat. Und diese neue alte Linke, glaube ich, ist der Versuch, oder so wäre es zumindest meine Interpretation davon, auf der einen Seite zurückzugehen zu einer Klassenpolitik, aber natürlich nicht einfach die 60er, 70er, 80er Jahre zu übergehen und daraus aber was zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, wird dieses Verhältnis von Klassenpolitik und Identitätspolitik, was auch so stark debattiert wird in den USA wie auch hier, ist, glaube ich, genau deshalb so ein Konfliktfeld, weil man sich halt fragt, wie definieren wir jetzt Klasse und was für eine Rolle spielt die Repräsentation da drin? Und so Figuren wie AOC sind daran eben besonders schön, weil sie diesen sehr theoretischen Widerspruch, den man sieht, auf eine besondere Art und Weise in ihrer praktischen Politik auflöst, weil man eben sagen kann, ihre Rede jetzt zum Beispiel gegen den Republikaner der sie beleidigt hat als fucking Bitch, war so stark und so feministisch, und so wurde sie jetzt auch rezipiert als so sehr feministische Rede, sehr starke Rede, ist, glaube ich, etwas, wo wir gar nicht Angst haben müssen zu sagen, oh, jetzt ist sie nur Feministin. Also es gab sofort linke Kritik, so, oh nein, ist sie jetzt wirklich noch Sozialistin, jetzt macht sie nur Feminismus. Aber ich glaube, diesen Widerspruch muss man bei ihr gar nicht aufmachen, weil sie ja genauso in einer anderen Veranstaltung wieder zu Arbeiterin bei Toys R Us spricht oder so. Also sie verbindet sehr, sehr klug sowohl feministische Politik, als auch weil sie eben Latina aus der Bronx ist, sie aber ursprünglich aus Puerto Rico kommt, ihre Familie, verbindet sie ganz viele Widersprüche schon in ihrer Person und kann also sagen, ich bin Working Class, aber gleichzeitig spreche ich jetzt auch hier für Frauenrechte konkret, weil ich angegriffen wurde als Frau. Und deswegen gibt es so einen charmanten Übergang, bei dem man, glaube ich, nicht so überkritisch sein darf. Ist sie jetzt auch wirklich Marxistin oder nicht? Das scheint mir in dem Moment nicht der wichtigste Punkt zu sein, sondern sie macht sozusagen auf natürliche Art und Weise Frauenrechte stark und zugleich Rechte für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und genau das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Und insofern finde ich es besonders schön, oder deswegen habe ich es auch geschrieben in der Ankündigung zu der Veranstaltung jetzt, dass selbst Liberale, sie leben für diese Rede. Und eigentlich ist das eine Stärke von ihr. Also wir sollten, glaube ich, nicht so kritisch sein zu sagen, aber an der einen Stelle hat sie doch die Arbeitswerttheorie nicht ganz richtig wiedergegeben. Nein, sie spricht an einer Stelle, kann sie sagen, es geht doch darum, dass Menschen arbeiten und dafür und ihre Arbeit, sie werden die ganze Zeit quasi ausgebeutet von den Menschen, die von ihrer Arbeit leben. Das kann sie in einem Interview sagen und im anderen Interview spricht sie eben als Frau und gegen Beleidigung von Frauen. Und ich glaube, das ist eine besondere Stärke, eigentlich das zusammenzubringen und eben diese Art Class Politics in den Zentrum zu stellen und aber die anderen, ich sag mal, sozialen Kämpfe darum nicht irgendwie weniger wichtig werden zu lassen. Und deswegen wollte ich halt auch das Video von Killer Mike zeigen, weil das halt eigentlich sehr, sehr stark auf die Bürgerrechtsbewegung rekurriert und das sich aber sehr, sehr schön in den Kampf um Gleichheit von Bernie Sanders einpasste und überhaupt kein Widerspruch war. Ich wollte noch am Ende auf den Pragmatismus eingehen und auf den Green New Deal als ein inhaltlicher Knotenpunkt, den sowohl Bernie Sanders als auch AOC stark gemacht haben.
Und zwar, weil viele das auch eher als so, das schafft ja den Kapitalismus nicht direkt ab, ist doch eher reformistisch, ist das nicht einfach nur grüner Kapitalismus, wenn man diesen Green New Deal, das ist doch auch so eine Idee einfach von Roosevelt, das war doch nie irgendwie antikapitalistisch. Das stimmt auf eine Art. Es ist auch kein Programm, den Kapitalismus abzuschaffen. Auch die Erwartung sollte man, glaube ich, nicht haben. Gleichzeitig ist es aber enorm beeindruckend, wie sehr auch mittlerweile in unserem Diskurs der Green New Deal bekannt geworden ist. Einfach weil es ein Programm, ein Regierungsprogramm, ein Vorschlag dafür ist, der erstens gegen die Klimakatastrophe ein einziger oder der einzige bisher ernstzunehmende linke Vorschlag ist, Zeit zu gewinnen und zu sagen, wie können wir überhaupt es schaffen, in irgendeiner Form CO2-frei zu leben? Wie müssen wir die Wirtschaft dafür umbauen? Was müssen wir den Menschen dafür geben an sozialen Sicherheiten, dass sie ihre Arbeitsplätze nicht verlieren? Das heißt, darin ausgeschrieben ist zum Beispiel eine Jobgarantie, die natürlich, wir können jetzt nicht sagen, wie sie umgesetzt wird, weil der Green New Deal ist ja eben noch kein Regierungsprogramm, aber es legt zumindest vor, so ein paar Planken oder ein paar Pfeiler, die gemacht werden müssen, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, irgendeine Form von wirtschaftlicher Demokratisierung hinzubekommen. Das heißt, es ist so eine Art Zwischenschritt, das ist wie so ein 10-Jahresplan, um zu sagen, bis in 10 Jahren müssen wir die und die Dinge, die Investitionen getätigt haben, die Arbeitsplätze geschaffen haben, den Menschen einen Job garantiert zu haben und grüne Jobs geschaffen haben, um überhaupt das, was wir in Deutschland sozial-ökologische Transformation nennen, überhaupt hinzubekommen. Und auch dazu gibt es ganz schöne Videos, die kann ich dann auch nochmal verlinken, wo AOC den Green New Deal vorstellt. Und es geht schon darum, eine Zukunftsvision auch gleichzeitig zu zeichnen und zu sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Wie sollte der Transport aussehen und so weiter? Also es ist schon eine Art davon, wie stellt man sich eine andere Lebensweise vor, aber es ist eben nicht sofort schon Sozialismus. Also das kann man sich, glaube ich, nicht denken, sondern es ist wie so eine Art Brücke, die überhaupt erst, okay, dann komme ich aus dem Bild raus, es ist keine Brücke, aber es ist wie ein Fundament, das man erstmal schaffen muss, um danach überhaupt über sozialistische Politiken, also wie die Vergesellschaftung oder überhaupt Wirtschaftsdemokratie nachzudenken. Und ich glaube, als solchen sollte man das sehen. Und insofern ist es ja sehr, sehr pragmatisch, aber zugleich auch kommunizierbar. Also im Verhältnis zu, wäre Sozialismus den Amerikanerinnen und Amerikanern kommunizierbar? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen komme ich auch am Ende. Ich glaube, dass das auch in Deutschland tragen würde, weil wir eigentlich von der Grundstruktur her als kapitalistisches Zentrum sozusagen, als Exportnation auch sehr, sehr stark von unserer wirtschaftlichen Anpassungsfähigkeit oder von dieser Transformation eben betroffen sind. Und auch gerade wir uns irgendwie Gedanken machen müssen, wie können wir einen Plan haben, eine Strategie haben, die Wirtschaft umzubauen, dass uns nicht alles um die Ohren fliegt. Und wie kann dieses Regierungsprojekt gleichzeitig so populär sein, dass man sowohl Menschen aus der Klimabewegung als auch Gewerkschaften, als auch ganz normale Menschen, die davon einfach erstmal so betroffen sind, wie kann man die davon überzeugen, dass es auch realistisch ist, also dass es einen realistischen Plan gibt. Und ich glaube, man muss es nicht Green New Deal nennen, aber ich glaube trotzdem, dass es so eine Idee braucht, so eine einigende Idee, die ganz gut vorgelebt wird und dass so eine Repräsentantin wie AOC natürlich hilft, das Ganze auch zu kommunizieren, weil darum geht es ja natürlich letztlich auch und dass es auch die Machtperspektive braucht, wie jemanden wie Bernie Sanders, der auch tatsächlich fürs Präsidentenamt kandidiert. Also man kann ja den schönsten Plan der Welt haben, aber wenn er nicht umgesetzt wird, dann ist es natürlich auch, wenn man denkt, naja, die Linke, alles schön und gut, aber wenn sie nicht regiert, dann bringt uns das ja auch alles nichts. Also ich glaube, diese Krux begegnet uns auch in der deutschen Linken. Und natürlich muss man am Ende sagen, das sind die Bedenken, die ich auch oft höre und die wir auch gerne jetzt im Anschluss diskutieren können, ist natürlich haben wir eine andere Geschichte. Viele Menschen haben im Staatssozialismus gelebt. Wir können nicht mit der gleichen erfrischenden Art und Weise einfach so vom Sozialismus sprechen. Natürlich gibt es einen anderen historischen Hintergrund dazu und natürlich gibt es deswegen auch andere Widersprüche zwischen Ost und West, die wir nicht einfach
wegreden können. Und natürlich gibt es eine Abspaltung von der Sozialdemokratischen Partei, die die Linke ist. Also es sind ja einfach Realitäten, dass es bei uns nicht absolut klar ist. Man geht in diese eine Partei und versucht da möglichst viele linke Kandidatinnen reinzubringen, sondern wir haben ja eine linke Partei. Bei uns stellen sich also ganz andere Fragen, eben weil es auch das andere Wahlrecht gibt. Aber unabhängig jetzt von diesen strukturellen Unterschieden, die ich jetzt nicht wegreden will, glaube ich, kann man auf der inhaltlichen und auf der so Repräsentationsebene trotzdem viel von diesem modernen Marxismus lernen, in dem Sinne von, dass es eine Klassenpolitik gibt, die Leute begeistert und die theoretische Widersprüche so in der realen Praxis auflöst. Ich glaube, das wäre mein Schlusspunkt. Und ich habe fast wirklich eine halbe Stunde geschafft. Ja, perfekt. Wow. ja, genau, hol erstmal tief Luft. Oder nimm einen Schluck Wasser. Kaffee. Sehr gut. Ja, mir wurde jetzt quasi gerade mitgeteilt, dass es noch keine Fragen gibt online. Deswegen nochmal kurz der Hinweis. Ihr könnt uns in die Facebook-Kommentare Fragen stellen. Die bekomme ich dann aufs Handy rübergeschickt. Und dann werden wir die hier diskutieren. Aber vielleicht, also ich habe zufällig eine Frage. Du hast es, glaube ich, am Anfang des Vortrags schon ein bisschen angeschnitten und jetzt auch am Ende nochmal irgendwie bist du auch wieder darauf gekommen. Macht der Vergleich Deutschland-USA mit Blick auf die Linke Sinn, beziehungsweise in welchem Maße kann das für uns nützlich sein? Genau, also da, ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, dass ich schon glaube, dass wir von der also von dem Ausdruck, von der Form in jedem Fall sehr viel lernen können. Also eine Form von wirklich konfrontativ sein, die Klassenunterschiede ganz deutlich anzusprechen und auch eine Emotionalisierung in die Politik zu bringen. Ich glaube, dafür sollten sich Linke, also möglichst populär zu sein, dafür darf man sich nicht schämen. So, das ist, glaube ich, so eine Sache, lieber mal einen Fehler machen, als sozusagen einfach niemanden mehr mitreißen können. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich nach wie vor auch nach den Niederlagen immer noch sagen würde, der immer noch stimmt. Und auf der inhaltlichen Ebene also auch. Also ich glaube, dass auch nach, gerade auch jetzt nach Corona und jetzt mit einbrechenden Wirtschaftskrisen schon, also schon etwas, was sich vorher schon angekündigt hat, was jetzt noch viel klarer eigentlich zutage tritt, glaube ich, muss man sich auf so 2, 3, 4 Kernbotschaften einigen können, die man für ein linkes Projekt, also die man für ein linkes Regierungsprojekt braucht, die man kommunizieren kann, die so wie eben im Green New Deal so klar sind, wir brauchen diese Investitionen, brauchen diese Jobgarantie dafür, wir müssen die Arbeitsplätze sichern, also wir müssen diese soziale und ökologische Krise jetzt sofort angehen. Ich glaube, dafür braucht es etwas, was das auf den Begriff bringt, vielleicht etwas, was schöner klingt als sozial-ökologische Transformation und brauchen dafür ein Programm, das handfest ist und das Leute überzeugen kann. Ich glaube, das merken auch alle, dass es das eigentlich braucht und dass es dafür Personen braucht, die das Ganze kommunizieren können. Das ist, glaube ich, jetzt auch nach der Niederlage immer noch total relevant. Ja, danke dir. Wir haben jetzt auch die ersten Fragen auf Facebook bekommen. Und zwar fragt Natalia, was sind die konkreten Forderungen von Sanders? Mhm. Ja, also wie gesagt, er ist ja jetzt leider, hat seine Kampagne suspendiert, aber die konkreten Forderungen waren eben hauptsächlich Medicare for All, also die Krankenversicherung für alle. Und dann auch Free College, also zum Beispiel, ne, weil die Schulden, die Menschen aufnehmen müssen, die zum College gehen, sind ja riesig. Und deswegen war die Tuition-Free College auch eine der Hauptforderungen. Der Green New Deal eben, dieser Umbau der Wirtschaft und die Schaffung von grünen Jobs. Und dann gab es noch eine Reihe von Forderungen, die auch natürlich gerade dann während der Black Lives Matter-Proteste immer stärker geworden sind, von weniger Incarceration, das heißt weniger Menschen kommen ins Gefängnis, vor allem schwarze Menschen sind davon betroffen und so weiter. Also es war sehr eine Reform des Justizsystems, auch eine Reform des Wahlsystems, weil die natürlich ganz klar auch Menschen ausgeschlossen hat. Also es gab so eine Reihe von
ich würde sagen, so Nebenforderungen, aber die eine der Hauptforderungen war definitiv Medicare for All. Ja, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Ja. Direkt die zweite Frage von Hartmut. Welche Erfahrungen habt ihr mit Chibas drei kleinen Heften? Die könnte ich jetzt auch nochmal reinhalten. Das ABC des Kapitalismus haben wir sogar auch übersetzt. Ich hatte es leider bei mir nicht liegen. Sie sehen aber ganz schön aus. Ihr könnt es gerne auf unserer Homepage angucken. Das sind so drei kleine Heftchen, wo Vivek Chibba, der ist Professor in New York, hat sogar auf ganz grundlegende Art und Weise nochmal Kapitalismus erklärt. Im ersten Band hauptsächlich, dann im zweiten Band das Verhältnis von Kapitalismus und Staat. Also wie wird eigentlich kapitalistische Produktion immer wieder staatlich auch überhaupt erst, wie funktioniert das, wie funktioniert dann sozusagen die Einflussnahme von Lobbyisten auf Politik und so weiter, was ist daran strukturell schon immer gegeben? Und dann in dem dritten Band geht es darum, Kapitalismus und Klassenkampf, wie es halt, warum wir Streiks brauchen, warum die Arbeiterklasse immer noch der Hebel der Macht ist, um tatsächlich irgendeine Art von großen Wandel zu haben. Und genau, das sind die kleinen drei Hefte, die ihr auch bei uns bestellen könnt, nach wie vor. Okay, danke. Ich glaube, du schickst mir auch gleich nochmal alle irgendwie Links und so. Ich kriege das jetzt parallel nicht hin, aber ich mache das gleich. Reicht auch, wenn wir es gleich nachher machen. Okay. Wir werden die dann auf jeden Fall in die Kommentare des Videos posten und dann können da alle drauf zugreifen. Nachhinein nochmal irgendwie das Video anschauen. Ich mache direkt weiter mit der dritten Frage. Hier kommt eine nach der nächsten rein. Und zwar fragt jemand Unbekanntes, welche Chancen bieten die aktuellen Proteste in den USA für eine sozialistische Opposition auch unter einem Präsidenten Biden? Ja, also ich meine, die Kampagne ist ja, also ich habe das jetzt so schön gemalt, aber natürlich ist es eigentlich schrecklich, dass jetzt Biden der Präsidentschaftskandidat wird, weil das natürlich jetzt eine schwierige Frage ist für jeden, der vorher für Bernie Sanders die Kampagne gemacht hat, weil man sich ja sagen muss, man muss immer noch Trump verhindern. Deswegen ist es sehr schwierig, da einfach neutral zu bleiben an der Stelle. Und gleichzeitig kann man natürlich nicht wirklich Wahlkampf machen für Biden, weil man weiß, dass er im besten Fall für den Status quo steht, aber eigentlich eben genau dieses Establishment ist, was man versucht hat zu bekämpfen. Es gibt jetzt gerade, ich habe das heute eben gelesen, schon Pläne mit Medicare for All, die Party Convention, also den Parteitag der Demokraten, zu basten. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen müssen, das muss man dann nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall gibt es, glaube ich, schon jetzt Überlegungen, wie kann man noch trotzdem Einfluss haben, quasi von links. Und wie kann man Druck ausüben auf diese beiden Kampagnen, weil eigentlich eben kann man nicht für ihn sein, aber man kann ja trotzdem Druck ausüben. Und ich meine, das, was sowieso passiert und was wahrscheinlich die schwierigere Frage sein wird, ist, dass ja nicht ganz klar ist, ob Trump das Ergebnis so akzeptieren wird. Und ich meine, er schickt mittlerweile das Militär in die Staaten, in einzelne Städte, um die Proteste niederzuschlagen. Und insofern glaube ich, man will es nicht so wahrhaben oder auch die deutsche Presse ist so ein bisschen zurückhaltend, aber es sind schon bürgerkriegsähnliche Zustände und ich glaube, dass es da also lang nicht mehr reicht, sozusagen zu hoffen, dass das mit beiden sich ändert, sondern dass es jetzt ganz, ganz schlimm nochmal sich zuspitzt, wäre meine Befürchtung. Und insofern sind sozialistische Strategien jetzt, also es ist super schwer zu sagen, was man da jetzt am besten tun kann, weil man fast schon damit beschäftigt ist, jetzt das Schlimmste abzuwehren. Ja, vielleicht daran anknüpfen. John Oliver hatte, glaube ich, mal in seiner Late-Night-Show sogar die These aufgestellt, dass vielleicht nie wieder gewählt werden wird in den USA. Mhm. Also quasi ein bisschen dahingehend, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Mhm. Aber bevor ich mich weiter einklinke, es gibt noch mehr Fragen von den Zuschauern. Und zwar, was macht modernen Marxismus aus und was ist daran modern? Ja, ja genau, die Frage habe ich mir ja auch gestellt, weil für mich geht es ja nicht darum, eine Art Wahrheitsgehalt, das ist der wahre Marxismus, wenn das und das gesagt wird oder nicht, sondern so wie ich es am Anfang gesagt habe, für mich
würde es darum gehen, wie werden Klassenkämpfe tatsächlich ausgetragen? Und wie wird es tatsächlich, wie wird daraus eine Machtperspektive für die arbeitenden Menschen? Also ich glaube, das ist zumindest für mich der realpolitische, marxistische Kern. Und modern ist daran eben, glaube ich, dass man erstens anerkennt, dass die Arbeiterklasse oder die Arbeiterinnenklasse sehr, sehr viel diverser ist, als man das vielleicht noch irgendwie im Kopf hat. Und dass eben auch nicht sozusagen das Industrieproletariat, wie man sich das vielleicht im alten Marxismus vorgestellt hätte, der revolutionäre Träger ist, sondern dass man sich also neu überlegt, was sind die revolutionären Akteure da drin. Und jetzt sind es halt eher bei Lehrerinnenstreiks die Lehrerinnen in den USA oder vielleicht sind es eher Reinigungskräfte. Also vielleicht ist es einfach unsere Vorstellung von Klassenkampf, müsste sich wahrscheinlich ändern, um dieses Moderne am Marxismus zu sehen. Also zu sehen, wie sieht jetzt eigentlich Ausbeutung gerade aus? Und jetzt ist wahrscheinlich eben auch unsere Vorstellung von Marxismus oder von Klasse müsste sich daran auch eher ausrichten. Das wäre für mich das Moderne daran. Und zudem wahrscheinlich auch natürlich modernere Kommunikationswege und so weiter. Das heißt also nicht einfach nur, wir können nicht einfach weiter unsere Pamphlete schreiben und hoffen, dass sie irgendwie bei den Menschen ankommen, sondern modern hieß in dem Sinne für mich auch, dass es eine Form von popkultureller oder überhaupt kultureller Auseinandersetzung gibt, die sich mittlerweile ja eben aufs Digitale auch sehr weit verschoben hat und sozusagen die Linke darin eigentlich eine Art Vorreiterrolle haben sollte, darüber auch Menschen anzusprechen, was aber hauptsächlich leider, muss man sagen, die neue Rechte tut. Ja, ich frage mich tatsächlich immer, ob modern nicht vielleicht auch dieser Politikansatz des Organizings ist, weil aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das ja doch eher nicht ganz so verbreitet, so dieser Graswurzelansatz, beziehungsweise jetzt auch so im Kontext zu den Vorwahlen, die in New York stattgefunden haben, ist ja auch über Social Media immer wieder die Bilder, wie die wirklich an die Haustüren gegangen sind. Mhm. Das habe ich bisher immer so, oder das ist vielleicht mein noch doch ein kleiner persönlicher Einschub dahin, dass das ja. Ja. Und das muss man ja auch bei AOC ganz stark sagen. Also sie hat diesen Vorwahlkampf ja gegen einen, oder diesen Wahlkampf gewonnen gegen einen sehr etablierten Demokraten, der natürlich das ganze Geld hatte. Und die einzige Möglichkeit, die sie hatte zu gewinnen, war einerseits, das muss man auch zur Wahrheit, gehört es dazu, dass es eine Gruppe gab, die sich also, die Justice Democrats heißen sie, die auch nach Kandidatinnen gesucht haben, die sozusagen etablierte Kandidaten herausfordern könnten, die sie also unterstützt haben mit Trainings und so weiter und zu sagen, wie kann man so einen Wahlkampf machen? Das heißt, das war eine planvolle und keine zufällige Sache, dass da so ein paar linke Frauen in den Kongress kommen, sondern das war schon Jahre vorher geplant und ausgesucht, wer könnte das machen? Und dann haben natürlich die Besten es geschafft. AOC hat es als einzige dieser Gruppe geschafft. Und eben durch diesen Haustürwahlkampf. Also sie hat dann ihre Schuhe gezeigt, wie abgelaufen sie sind und so, weil sie wirklich in ganz, ganz vielen Wohnungen war, mit Leuten gesprochen hat. Dazu gibt es auch einen sehr schönen Dokumentarfilm, ich glaube, den gibt es noch auf Netflix, nämlich genau, wie sie es geschafft hat und dass es eben auch andere Kandidatinnen nicht geschafft haben. Aber dass dahinter sehr, sehr viel Arbeit steckt und eben das sehr planvolle Vorgehen. Wie kann man Menschen nicht nur mobilisieren, jetzt einmal zu wählen, sondern wie kann man danach ein Organizing Center aufbauen? Sie hat jetzt auch gerade so ein Büro aufgemacht in New York, wo halt genau dieses Organizing weiter betrieben wird, jetzt zu anderen Themen. Aber dass das eben der Politikansatz auch ganz anders ist und dass es nicht darum geht, wer kriegt die größten Spenden, sondern auch bei der Bernie-Kampagne ging es sehr viel um Kleinstspenden, immer wieder Aufrufe von ganz, ganz kleinen Beträgen, die aber in der Masse plötzlich hatte die meisten Spenderinnen von allen, weil er einfach so eine Masse angesprochen hat. Und das ist, glaube ich, also gerade in den Verhältnissen der USA, aber das ist ein massiver Unterschied zu vorher. Ja, vielleicht direkt die nächste Frage von Ben in Bezug auf Bernie Sanders. Und zwar fragt sich Ben, welche Rolle spielen Generationenkonflikte, wenn es um Sanders und einen Politikwechsel geht? Mhm. Bestehen diese Unterschiede oder können sie anhand anderer Fokussierungen, wie zum Beispiel auf die Klassenzugehörigkeit, integriert werden?
Ja, also es war im politischen Diskurs ja immer sehr, sehr stark, oh, Bernie ist so ein alter Mann und der ist so laut und so schlecht gelaunt. Also es wurde eben immer viel auf deine Person und selbst eigentlich wohlwollende Leute haben gesagt, der ist ja so alt. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil ich fand ihn, also ich für meinen Teil fand ihn sehr sympathisch. Auch Jeremy Corbyn fand das viel, viel wichtiger, dass er authentisch seit Jahren für diese Politik steht, fand ich persönlich viel wichtiger, als dass er halt so alt ist. Aber natürlich, als er dann den Herzinfarkt hatte, haben alle Panik bekommen, weil sie wussten, vielleicht war er doch zu alt und würde es jetzt noch schaffen. Insofern, ich würde diesen Generationenkonflikt nicht als so grundsätzlich aufmachen und würde im Nachhinein eben sagen, genauso wie das bei allen anderen Konflikten ist, auch bei Geschlechterverhältnissen, das ist auch kein Problem, dass er ein weißer Mann war per se, weil er eben die Inhalte und das, wofür er spricht und wen er anspricht, eigentlich entscheidend sein sollten. Ich kann aber verstehen und deswegen glaube ich auch, dass AOC so eine große Hoffnung gibt, dass natürlich eine junge Latina eben das eben nochmal anders repräsentiert und deswegen glaube ich nicht, dass sie besser ist oder schlechter als er, aber dass sie natürlich so ein paar, wie ich das schon gesagt habe, Widersprüche vielleicht schon besser auflöst und vielleicht auch ein paar Kritiken, die es an Sanders gab, von zum Beispiel Liberalen oder von Konservativen, dass die einfach bei ihr nicht mehr treffen. Und das ist natürlich eine Stärke, das kann man nicht anders sagen. Aber deswegen dürfen jetzt nicht nur junge Frauen Politik machen. Ich fand Sanders eben genauso gut, wie er ist, sozusagen. Ja. Okay, ich mache mal weiter. Es sind wirklich noch viele Fragen offen. Die nächste, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich sie verstehe, aber vielleicht weißt du, was gemeint ist. Und Okay. zwar fragt Erik, wie siehst du die Gefahr von, in Klammern, strukturellem Antisemitismus bei dem Anprangern der 1% und anderen vulgären Bildern? Und dann noch angeschlossen, das verstanden als praktische und nicht theoretische Frage. Verstanden mit realen Folgen und Gefahren. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, und ich würde den Unterschied dahingehend machen, dass Sanders jetzt nicht gesagt hat, das sind alles Kraken, wir müssen sie irgendwie erschießen oder so. Also sozusagen, er ist jetzt nicht auf die Person gegangen in dem Sinne, dass er irgendwelche, weiß ich nicht, Vernichtungsfantasien hatte oder so. Und ich meine, er auch, das war ja auch sowieso der größte Witz, kann man sagen, an dieser Kampagne, er selbst Jude ist und er gesagt hat, also ich, also Entschuldigung, aber meine Familie hat sozusagen den Holocaust erleben müssen und ich lasse mir jetzt eigentlich nicht sagen, ich bin dann, komme aus armen Verhältnissen, aus armen jüdischen Verhältnissen, lasse mir jetzt nicht sagen, dass ich keine Kritik am Kapitalismus haben darf. Also sozusagen, das war so ein bisschen, hatte auch immer so schräge Momente, wo man, glaube ich, wo es natürlich auch in der deutschen Debatte nochmal anders ist, wie sehr darf man zuspitzen auf die 1%? Und ich würde den Unterschied schon da machen, dass man das machen sollte und dass man auch insoweit personalisieren sollte, dass er natürlich gesagt hat, Jeff Bezos hat so und so viel Millionen Euro, Milliarden Dollar. Er wird immer reicher. Das kann nicht sein, aber er hat natürlich nicht gesagt, dass es eine eklige Krake, Krebsgeschwür, was weiß ich, also ganz viele Bilder, die so antisemitisch sind, natürlich nicht. Und insofern glaube ich, dass da gab es ein Bewusstsein dafür, dass das nicht, dass das politisch nicht cool wäre, eben weil er selber, also ich glaube, das wäre sehr schräg gewesen, wenn er das gemacht hätte. Insofern, jeder, der versucht hat, das so zu labeln, war, glaube ich, an der Realität stark vorbei an dem Punkt. Okay, ja, Ja. jetzt mit deiner Antwort verstehe ich die Frage, glaube ich, auch besser. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen verklausuliert. Bei mir kam es zumindest an. Okay, gut. Genau, nochmal Sprung zurück zu der Frage der Klassen. Und zwar fragt sich Ben, welche Kriterien haben Sanders, AOC und Co. bezüglich, also bezüglich dieser Kriterien, wer zur Arbeiterinnenklasse gehört? Ja, wie gesagt, also es gibt jetzt nicht dieses eine Pamphlet, wo klar ist, das und das sind Klassen, aber ich glaube, dass beide ziemlich klar gemacht haben in Interviews und so weiter, in Reden, dass die Menschen, die von ihrer Arbeit leben und die lohnabhängig sind, zur Arbeiterklasse gehören und dass diejenigen, die von anderer Menschen Arbeit leben,
diese 1% sind. Ich glaube, das war jetzt relativ unumstritten und sozusagen, das war vielleicht nicht in marxistischen Begriffen so jedes Mal ausgedruckt, aber das war auf jeden Fall das, was die ganze Zeit rübergekommen ist als Inhalt. Und also so habe ich sie auch immer verstanden und so verstehe ich auch die 99 und 1% Floskel oder Formel und nicht so sehr als, aber die gehören zum Dienstleistungssektor und die gehören zur Industrie und die gehören aber dann wirklich zur Arbeiterinnenklasse oder so. Also solche Unterscheidungen, die ja eher so theoretischer Art sind, gab es da, meine ich nicht. Okay. Daniel fragt und Paul tippt die ganze Zeit fleißig, ich sehe das. Aber Daniel fragt jetzt noch, viele Menschen haben immer mehr Angst vor dem Ende des Monats als vor dem Ende der Welt. Mhm. Trotzdem wählen sie oft konservativ oder Parteien, die Zukunftsängste schüren. Woran liegt das? Und wie kann eine gesellschaftliche linke Mehrheit erzeugt werden, wenn die Linken so zerstritten sind? Das sind zwei sehr schwierige Fragen. Ich würde bei der ersten sagen, und das war ja eben der große Schockmoment eben von Trump, zu sagen, eigentlich ist doch Trump ein Multimillionär, warum sollten den arme Menschen wählen? Der repräsentiert uns doch überhaupt nicht. Und der verspricht auch, also der verspricht ja nur Make America Great Again und nicht, du hast am Ende des Monats wieder mehr Geld. Also das hat er auch so sozialpolitische Forderungen hat er gar nie gemacht. Und trotzdem war das Versprechen so groß, ich bringe die Wirtschaft wieder auf Vordermann, ich lasse es wieder Amerika gut gehen. Also er hat sehr stark die Ideen evoziert, uns wird es jetzt allen wieder gut gehen, ich regel das, ich mache die Deals mit China, ich mache die Deals da und da. Also so das Versprechen von so allgemeiner wirtschaftlicher Prosperität, die tatsächlich viele geglaubt haben, weil sie sich eben so zurückgelassen fühlten, eben auch gerade in diesem Rust Belt, was ich vorhin gesagt habe, also Leute, die wirklich auch ihre Arbeitsplätze verloren haben, weil Firmen abgewandert sind in andere Regionen, das heißt also real das erfahren haben und dann war dieses Versprechen, Make America Great Again und hey, die Gegner oder die Feinde sind doch einfach die Einwanderer aus Mexiko oder China, auch jetzt wieder, wenn er sagt, der Coronavirus ist eigentlich der China-Virus, dann ist das eben rechte Rhetorik, die verfängt, weil sie das Versprechen macht, nicht konkret, dir wird es besser gehen, aber weil sie das Versprechen macht, ich regel das Problem auf eine Art und Weise. Und insofern war eben die Rhetorik der Linken dagegen, musste eben sehr viel stärker daran ansetzen, wie können wir es schaffen, dass es uns allen wieder gut geht, genau diese Ausschlüsse nicht zu machen, nicht zu sagen, da sind jetzt wir brauchen die Mauer nach Mexiko oder so. Sondern sozusagen die wirklich wahren Gegner in der Sicht ausfindig zu machen und zu sagen, wir müssen uns aber mit der Klasse von Kapitalistinnen und Kapitalisten anlegen, was Trump natürlich nie gemacht hätte, weil er selber ja eigentlich die Figur schlechthin war eines Kapitalisten. Und insofern hat er natürlich immer versucht, diese Debatte wegzulenken und eher rassistisch zu sein, frauenfeindlich zu sein, während die Linke immer versucht hat, diesen Punkt natürlich besonders stark zu machen. Genau, und ich glaube aber, dass in dieser Emotionalisierung Trump mit diesem großen Versprechen halt gerade gegen Hillary Clinton, ich habe es ja schon gesagt, weil sie so sehr Wall Street Establishment war, auf eine gewisse Art und Weise authentischer war. Also das war ja die große Krux, dass sich trotzdem Leute mehr von ihm versprochen haben in ihrem Frust als von ihr. Und das ist, glaube ich, eine Lehre daraus. Und die zweite Frage war, wie kann man... Sag's nochmal. Sorry, ich war auf Stumm. Ja. Genau, die zweite Frage war, und wie kann eine gesellschaftliche linke Mehrheit erzeugt werden, wenn die Linken so zerstritten sind? Ja. Und das muss man auch sagen, dass das die Kampagne geschafft hat und auch, das habe ich sehr stark wahrgenommen, bei unter Corbyn, also in Labour, was ja so ein bisschen vielleicht uns nochmal näher ist, weil das in Europa war.
geschafft hat, für den Moment tatsächlich, wie ich gesagt habe, sehr, sehr viele linke Gruppen zusammenzubringen, weil man dieses gemeinsame Ziel hatte, jetzt auf diese Präsidentschaftswahl, jetzt auf diese Wahlen in Großbritannien hin zu mobilisieren, gemeinsam. Was jetzt passiert ist leider nach der Niederlage, ist, dass tatsächlich sich die Gruppen wieder untereinander zersplittern und den Kampf darum führen, wie geht es jetzt weiter. Also sowas hält halt auch nicht für ewig, weil es natürlich so Streitigkeiten und Widersprüche sozusagen nur für eine gewisse Zeit mobilisiert hat und geeinigt hat. Und jetzt mittlerweile gibt es natürlich wieder auf die einfordern, wir müssen jetzt eine eigene Partei machen. Man hat ja gesehen, bei den Demokraten funktioniert es nicht. Oder die anderen sagen, wir müssen es wieder ganz zurückziehen, wir machen nur noch gewerkschaftliche Kämpfe, diese ganze Parteiensache ist doch sowieso nicht von Erfolg gekrönt. Also man sieht so ein bisschen, es kommen die gleichen Streitigkeiten, die es schon vorher gab, treten wieder hervor. Und ich glaube, dass es halt wieder so eine Art Zielpunkt braucht, wo sich dann viele Linke drauf einigen können und dass eigentlich eben die Klimakrise und auch eine Wirtschaftskrise uns dazu zwingt, diese Einheit irgendwie hinzukriegen, weil die Zeit ausläuft und wenn man sagen muss, jetzt müssen wir es aber langsam mal hinkriegen, egal was für unterschiedliche Ideen wir in der Strategie oder in der Ansprache haben oder so. Okay. Ich glaube, wir müssen etwas überziehen. Angeplant hatten wir ja, dass wir bis 20 Uhr irgendwie die Veranstaltung machen. Jetzt haben wir aber noch nicht alle Fragen durch. Es sind noch alles gut. 5 Fragen. Gut, wenn das für dich okay ist, ist es für uns auch okay. Dann stelle ich mal Mathildas Frage. Mhm. Die ist, glaube ich, sehr theoretisch, aber das kriegen wir bestimmt hin. Oder du. Ja, und zwar, welche Rolle spielt das Konzept des libertären Kommunalismus von Bukchin und Biel im sozialdemokratischen Diskurs? Dieses Konzept ist ja auch eine Inspiration für den Organisations- und Selbstverwaltungsprozess in den kurdischen Gebieten. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen speziell. Da kann ich wirklich nicht so viel zu sagen. Es tut mir leid. Okay, ja, das habe ich. Tut mir leid. Ich glaube, Mathilda, Entschuldigung, vielleicht kann ich da nochmal nachrecherchieren und dir dann nochmal irgendwann eine Antwort schicken. Das könnte sein, hier in Erfurt gibt es einen Studiengang internationale Beziehungen. Und das hört sich ganz stark danach an, als ob die Person genau dieses Fach studiert. Das habe ich auch mal studiert. Also es sagt mir total was, aber bevor ich jetzt was Falsches sage, will ich lieber nicht so tun, als wüsste ich. Das würde jetzt vielleicht, würden andere Referenten vielleicht machen, aber. Okay, alles klar, gut. Dann gehen wir mal weiter zu Daniels Frage, weil die ist etwas konkreter. Und ich glaube, du hast sie auch schon in ein paar Antworten angerissen. Wie kommen wir vom akademischen Linksdiskurs zu praktischen Mehrheiten? Hm. Ja, also vor allem braucht man erstmal das Bewusstsein dafür, dass man da raus muss. Also dass man aus der eigenen Blase, wo alle darum kämpfen, dass sie Recht haben, raus muss. Und dass man eigentlich verstanden werden will von ganz normalen Leuten. Das sollte, glaube ich, unser Ziel sein als Sozialistinnen. Das heißt nicht, dass man Inhalte über Bord werfen muss oder Überzeugungen, sondern im Gegenteil, man muss sich, glaube ich, viel mehr überlegen, wie kann man das kommunizieren, dass es wirklich alle verstehen und welche Forderungen stellt man da in den Vordergrund, auf was kann man sich einigen, was würde wahrscheinlich auch, was trifft Menschen nicht nur in ihren Köpfen, sondern auch in ihren Herzen, also wo gibt es Forderungen, mit denen Menschen was anfangen können, also ich glaube, oft überlegen wir uns Sachen, die sind so technokratisch irgendwie richtig oder wir überlegen uns Sachen, die finden wir vom Ansatz her richtig und wundern uns dann, warum Menschen nicht einfach so mitmachen wollen. Und ich glaube so, es gehört ein bisschen Mut dazu, mit Menschen zu sprechen. Halt beim Organizing lernt man das sehr gut. Was berührt eigentlich Leute? Wie kriegt man sie dazu, selbst Politik zu machen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist eben, sich zu überlegen, welche unserer Forderungen trifft tatsächlich auf einen gewissen Resonanzboden. Womit können die Leute was anfangen? Und ich glaube halt, dass sowas wie Medicare for All und auch sowas wie die Job Guarantee sehr stark bei Menschen so eine Resonanz hervorgerufen haben, weil sie merken, das ist eigentlich unser größtes Problem, dass wir nicht krankenversichert sind und dass wir nicht vernünftig leben können von dem, was wir da arbeiten. Das heißt, wir brauchen vernünftige Arbeitsbedingungen mit Mindestlohn
und mit einer Garantie für unser Leben so eine gewisse Absicherung. Und ich glaube, das war da sehr wichtig. Und wir müssten uns jetzt für den deutschen Kontext, um es konkret zu machen, überlegen, wir können nicht auf einen New Deal rekurrieren. Es gab das in der deutschen Geschichte nicht, sondern wir leben in dem, was man irgendwie soziale Marktwirtschaft nennt. Das heißt, wir müssen uns natürlich fragen, wie sprechen wir dann, um bei Menschen anzukommen und zu sagen, was wollen wir eigentlich? Also wollen wir sagen Sozialismus? Wollen wir sagen, wie nennen wir das soziale Marktwirtschaft oder nicht? Sagen wir dazu sozial-ökologische Transformation? Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich zu ganz, ganz vielen Menschen sprechen. Und insofern glaube ich, dass anstelle von ganz vielen theoretischen Debatten wir ein bisschen mehr dazu kommen müssten, wie kann man das praktisch umsetzen, dann wäre schon mal viel gewonnen. Zum Thema praktische Umsetzung. Laura fragt, wie schätzen Sie die Chancen zum Aufbau einer sozialistischen Partei neben Republikanern und Demokraten ein? Und vielleicht daran angeschlossen, weil das auch jemanden interessierte, braucht Deutschland auch eine neue Partei? Ich kann es irgendwie zweiteilig beantworten. Ja. Also ich glaube eben, dass es aufgrund des Wahlsystems in den USA nochmal ungleich schwieriger ist und vielleicht auch wirklich nicht so sinnvoll. Also es gibt ja auch so eine grüne Partei, die Grünen, die auch immer mal wieder Präsidentschaftskandidatinnen aufgestellt haben, die auch gut waren. Also das steht jetzt, glaube ich, gar nicht so zur Debatte. Aber die halt nie eine reale Chance hatten, wirklich durchzukommen durch diesen Prozess. Und insofern halte ich das unter den gegebenen Umständen für eher unrealistisch, noch eine weitere Partei zu gründen. Und es gab eben auch Bestrebungen innerhalb der Demokraten, auch von AOC, halt so einen Flügel zu machen, der stärker ist innerhalb der Demokraten. Also ich glaube, man muss sich schon überlegen, wie kann man die demokratische Partei so verändern, dass sie demokratischer wird, dass sie sich von Grund auf verändert. Oder man kann eben diese andere Strategie fahren, daneben eine Partei aufzubauen. Aber das ist, glaube ich, weniger erfolgreich. Also ich halte das, ehrlich gesagt, nicht für so eine absolut gute strategische Überlegung. Auch wenn man natürlich das nicht kleinreden sollte, dass der Kampf innerhalb der Demokraten jetzt nicht einfach ist. Und das hat man ja gesehen, dass Bernie auch da extrem viele Schwierigkeiten hatte in der eigenen Partei. Und in Deutschland, glaube ich, wir haben eine große Ausdifferenzierung der Parteien schon. Und ich würde mittlerweile sagen, dass das eine ziemliche Schwächung war, auch der Linken, dass es die Linke gibt und die SPD und die Grünen. Das heißt natürlich, es gibt so ein paar Übereinstimmungen, aber es ist ja auch schwierig, selbst da eben ein gemeinsames Regierungsprojekt irgendwie so zu formulieren und da Gemeinsamkeiten zu haben. Insofern fände ich noch eine linke Partei, also sozusagen, ich würde jetzt SPD und Grüne gar nicht so als linke Partei zählen, aber wenn man jetzt mal so das so zusammenrechnen möchte, dann fände ich, glaube ich, noch eine Partei auch nicht unbedingt den besten Weg. Ich würde als strategischen Ansatz immer eher nehmen, eine bereits vorhandene so zu verändern, wie man sich das vorstellt. Also insofern könnte ich mir eher vorstellen, sozusagen die Linke mehr auf Organizing und mehr auf Partei und Politik von unten, mehr Begeisterungsfähigkeit für linke Politik so zu polen. Das wäre mein Ansatz da drin. Aber noch eine weitere revolutionäre Partei. Ich weiß nicht, ob man da sich nicht verkämpft. Ja, die nächste Frage von Florian passt tatsächlich ganz gut an das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, nämlich die Partei verändern und Organizing anzuwenden. Florian fragt nämlich, kannst du auf die Methoden der progressiven Kampagne eingehen? Ich denke, da wurden Organizing-Prinzipien popularisiert, die in Krisen zentral greifen. Macht so ein Organizing-Kultur auch in Deutschland Sinn, beziehungsweise was hindert uns daran? Also ich habe hauptsächlich mich beschäftigt mit dem Organizing-Konzept von Jane McAlevey. Es gibt ja verschiedene Organizing-Konzepte, ich kann das jetzt nicht alles
durchreferieren, aber es ist ein Buch, was auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen ist, deswegen kann ich auch darauf hinweisen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und da geht es aber hauptsächlich um Gewerkschaftsorganizing, aber es gibt ja auch andere Formen von Community Organizing und Transformative Organizing. Aber was die, glaube ich, vor allem eint und worum es bei dem Gewerkschaftsorganizing auch hauptsächlich geht, ist eben tatsächlich die Einzelnen sehr, sehr ernst zu nehmen am Arbeitsplatz dann in dem Fall, weil es um gewerkschaftliches Organizing geht und zu sagen, diese einzelnen Personen wissen schon für sich am besten, warum sie das tun. Wir müssen sehr ehrlich mit ihnen sein und sagen, die Arbeitskämpfe werden sehr schwierig sein. Der Gegner ist stark, du könntest deinen Job verlieren. Aber es geht um jede einzelne Person und das angestrebte Mobilisierungslevel liegt tatsächlich bei 100%. Das kann man sich in deutschen Gewerkschaften immer schwer vorstellen, dass es das gibt. Natürlich ist auch einfach, funktionieren auch Streiks in den USA anders als bei uns und Tarifverträge werden anders ausgehandelt. Aber ich glaube, vom Grundsatz politisch kann man davon trotzdem sehr stark mitnehmen, dass es eben nicht mehr diese Stellvertreterpolitik geben sollte, die wo dann ein Verhandlungsführer halt einen Tarifvertrag aushandelt oder halt jemand einfach in irgendein Repräsentantenhaus gewählt wird und damit war es das, sondern dass man wirklich vor Ort Leute mobilisiert und anstrebt, dass wirklich alle dahinter stehen können und dass man sagen kann, wir sind erst dann stark, wenn wir alle da für dieses Projekt organisieren können. Und genauso könnte man eben Organizing in einem Haus machen, das von Räumung bedroht wird oder so. Also es wird ja jetzt auch immer wieder immer stärker angewandt auf andere Felder, weil man halt sagen kann, sobald alle mitmachen und sobald es eine größere Form von Druck gibt, haben wir eigentlich politisch viel, viel mehr Macht. Und das Prinzip von Organizing baut eben darauf, diese Selbstmacht überhaupt erst zu entfalten und Menschen dazu zu bringen, ihr eigenes Leben mit in die Hand zu nehmen. Und dafür gibt es halt sehr klare Methoden. Also es ist halt kein Zauberwerk oder so, kein Hexenwerk. In dem Buch von Jane McAlevey macht es eben sehr klar deutlich, dass man erstmal eine Karte braucht über die Machtverhältnisse, mit wem spricht man. Und es gibt sehr, sehr klare Methoden, wie kann man Leute ansprechen, wie kann man sie begeistern, wie kann man nachprüfen, dass wirklich alle dabei sind und dabei bleiben. Und ja, da gibt es gute Handbücher zu, auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Community Organizing, wo man, glaube ich, sehr viel von lernen kann. Gerade auch, weil unsere Institutionen wie die Gewerkschaften oder Parteien nicht so funktionieren bisher, ist es, glaube ich, besonders wichtig, da auch unsere eigenen Institutionen zu transformieren und sozusagen wieder darauf auszurichten. Ja. Wir hier in Thüringen haben alleine 6 oder 7 Hefte zum Organizing im Büro rumliegen. Die könnt ihr euch jederzeit abholen oder auch gerne schicken wir euch die zu. Die sind aber meistens auch als PDF auf der Homepage drauf. Und vielleicht auch ganz konkret, weil wir das sehr ernst nehmen mit diesem Organizing hier in Thüringen. Wir organisieren jetzt mit der Bundesstiftung im Oktober auch so ein Seminar dazu, so eine Einführung für ins Organizing. Aber das macht die Bundesstiftung, glaube ich, schon seit mehreren Jahren überall. Mhm. Bisher habe ich jetzt noch eine Frage offen. Die führt uns aber ein bisschen weg von diesem Organizing. Mhm. Was ich noch anmerken wollte, vielleicht bevor wir da uns wegbewegen, ist, dass ich irgendwie im Januar oder Februar einen Artikel zum Tech Workers Movement im Silicon Valley gelesen habe. Und also das fand ich sehr spannend aus einer quasi gewerkschaftlichen Perspektive heraus, oder ich war viel in Gewerkschaften aktiv, über so ein Movement zu lesen, was ja auch nach so Organizing-Ansätzen irgendwie arbeitet und in einer komplett anderen oder unter komplett anderen Grundvoraussetzungen arbeitet. Das fand ich sehr spannend und glaube ich alleine, also dieses Tech-Workers-Movement oder der Artikel, den ich gelesen habe, der wäre, glaube ich, nochmal einen eigenen Vortrag wert. Definitiv. Genau. Aber vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage, ich habe es jetzt angeschnitten, Silicon Valley, New York, sind diese Organizing-Strategien, sind die eigentlich hauptsächlich in den Metropolen erfolgreich oder ist das auch ein Phänomen, was man im ländlichen Raum beobachten kann?
Es ist natürlich ungleich schwieriger. Also das, glaube ich, muss man schon sagen, dass AOC zum Beispiel auch diesen Vorteil hatte, eben in ihrem Wahlbezirk in New York natürlich rumfahren zu können. Und dann hast du sehr, sehr viel auf einem Ort sozusagen und kannst auch Veranstaltungen machen. Und das ist natürlich in einem Flächenland jetzt ungleich schwieriger. Also wenn man sich Organizing in Mekong vorstellt, dann ist es natürlich viel schwieriger und gleichzeitig, glaube ich, kommen wir aber trotzdem nicht darum herum, an alle Haustüren zu klopfen, egal wie weit es voneinander entfernt ist. Und es gibt eben jetzt auch in den Vorwahlen, auch in anderen Bundesstaaten, in Kentucky zum Beispiel auch Wahlerfolge. Also sozusagen, ich glaube, es lässt sich schon auch übertragen und man muss dann aber wahrscheinlich die Methoden nochmal ein bisschen überdenken, wie viel schafft man, wo geht man wirklich hin. Man muss sehr, sehr viel klarer vor Augen haben, in welche Bezirke fahre ich unbedingt, weil das sind die Menschen, die ich ansprechen möchte, weil man nicht alle ansprechen kann, muss man dieses Mapping, glaube ich, nochmal viel genauer machen, um zu wissen, was ist eigentlich das Klientel, das ich ansprechen möchte, wen möchte ich, welche Wechselwähler möchte ich gewinnen, welche überhaupt schon Kernklientel möchte ich ansprechen und so weiter. Also da, ich will das nicht zu überwissenschaftlich machen, aber man muss schon ziemlich genau wissen, wo man seine wenigen Ressourcen rein verbraucht und muss ziemlich genau wissen, wen man ansprechen will. Das ist so eine Methode des Organizing, ist halt genau das erstmal für sich klar zu haben. Wer sind die ersten Menschen, mit denen man spricht? Ja, genau, zum Thema Mapping, das ist einfach so die Erfassung quasi von Zielgruppen, wenn man, kann man das so sagen? Ja. Ja. Okay, also es sind auch noch keine weiteren Fragen gekommen, deswegen würde ich jetzt die letzte Frage von Marcel stellen. Ich lese sie einfach vor. Wie demokratisch sind die Demokraten nach ihrer Manipulation der Vorwahlen zum Nachteil Sanders? Ja, darauf bin ich jetzt gar nicht so sehr eingegangen, weil ich das gar nicht so... weil es da natürlich auch um viele Details geht, wie da betrogen werden konnte oder so. Es war allerdings also schon ziemlich eindeutig für die, die das jetzt nicht so, so massiv verfolgt haben. Viele von uns waren so die ganze Nacht wach, um die Ergebnisse zu verfolgen und eigentlich waren die Prognosen eben tatsächlich sehr, sehr viel besser für Sanders und dann gab es in einer Vorwahl das Phänomen, dass halt ganz, ganz lange das Ergebnis so rausgezögert wurde. Und dann waren erste Ergebnisse da, die den Buttigieg, einen eher so zentristischen Kandidaten, vorne gesehen haben. Und erst im Laufe des Tages, sogar der nächsten Tage, dann erst mehr Stimmen für Sanders dazukamen, sodass dann eigentlich nach 3-4 Tagen klar war, eigentlich hätte Sanders gewonnen, den Stimmen nach. Aber die Nachrichten schon längst raus waren, dass Buttigieg vorne liegt. Und so hat sich das dann immer weiter so durchgesetzt und man merkte irgendwann so, das scheint doch irgendwie was zu sein, was ja nicht nur zum Nachteil von Bernie Sanders ist, sondern dass man ihn versucht hat zu verhindern. Und leider ist eben genau dieses Vorwahlsystem der Demokraten auch darauf ausgelegt, dass halt nicht die einzelnen Stimmen zählen, sondern am Ende, so wie das auch bei dem Parteitag dann ist, diese so bestimmte Wahlmänner dann auch entscheiden und dann bestimmte Delegierte abstimmen und das auch schon 2016 zu Bernie Sanders Nachteil war, dass er eigentlich viel, viel mehr Stimmen bekommen hat, als dann eigentlich diese Wahlstimmen beim Parteitag. Und das, darauf konnte man sich sozusagen schon vorbereiten, weil man das schon 2016 gesehen hat. Und jetzt ist es aber wieder passiert und natürlich, mich hat das auch sehr aufgeregt, weil das halt in den Medien auch gar nicht so rezipiert wurde und immer dann gesagt wurde, das sind jetzt Verschwörungstheoretiker oder so, aber gerade bei diesen Wahlunstimmigkeiten sind die USA ehrlich gesagt eines der undemokratischsten Länder, also man zeigt dann mit dem Finger auf Bolivien oder so und am Ende ist es dann gar kein Wahlbetrug, sondern vielmehr in den USA. Das Problem hatten wir schon bei anderen Wahlen davor. Insofern, ja, es ist, ich weiß nicht, ob man noch von Demokratiedefizit reden kann, sondern viele sagen ja deshalb auch, das System ist rigged, also das System ist schon kaputt und deswegen braucht es auch eigentlich so eine Wahlrechtsreform, weil tatsächlich alles an Wahlmanipulationen möglich ist. Es ist alles möglich, bestimmte Gruppen vom Wählen auszuschließen. Schon von vornherein ist es sehr schwer, sich zu registrieren zu den Wahlen.
Also es gibt eigentlich ja sehr, sehr viel Probleme da drin und deswegen umso erstaunlicher eigentlich, was für einen Erfolg Bernie Sanders hatte, trotz dieser Hindernisse. Also dafür ist er schon wirklich sehr weit gekommen. Und ich weiß auch nicht, wie man das ändern soll, weil man muss ja erstmal die Macht haben, um das System zu ändern. Insofern ist es extrem schwer, dagegen anzugehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Demokraten das so eindeutig machen und so offensichtlich eigentlich wirklich ihn nicht gewinnen lassen wollen. Also wie gesagt, damit konnte man rechnen, aber ich fand es trotzdem auch wieder krass und es hat mich auch aufgeregt. Wahrscheinlich ist die einzige Antwort dagegen nur so massiv zu gewinnen, dass es nicht mehr anders geht. Aber das ist jetzt meine ein bisschen sowieso nüchterne Antwort auf die Frage, weil ich habe jetzt auch nicht den perfekten, den Masterplan. Das war schon sehr, sehr, sehr enttäuschend, diese Niederlage. Deswegen. Okay, ja, ich habe, als ich hier so ein bisschen für diese Veranstaltung vorrecherchiert habe, mich ja mit, wie ich schon gesagt habe, mit den Vorwahlen in New York auseinandergesetzt. Mhm. Und da gab es ja auch irgendwie in einigen Bezirken von den Demokraten selbst Schmutzkampagnen gegen eigene Leute, ne? Mhm. Die irgendwie mit Millionen von Dollar, das ist, glaube ich, ist vielleicht auch einfach ein bisschen eine andere politische Debattenkultur oder geht das da auch mit rein? Ja, und ich glaube, das Einzige, was man dagegen tun kann, weil eben die etablierten Kandidaten und weil das auch mit diesen Spenden so einfach normal ist in den USA, so massiv viele Spenden zu bekommen, ist halt tatsächlich sehr wichtig, dass es da auch eine Gegenöffentlichkeit gibt. Also das habe ich jetzt noch gar nicht so viel gesagt, aber eigentlich müsste sich das, bietet sich das ja an, wenn man ein sozialistisches Magazin macht. Natürlich war es trotzdem wichtig, dass Jacobin, aber auch viele andere Medien als eine der wenigen die Sanders-Kampagne gepusht haben und auch Kandidatinnen wie AOC unterstützen, Julia Salazar auch in New York. Also du musst natürlich aktiv diese Leute auch zur Sprache bringen und auch genau solche Vorkommnisse immer wieder eigentlich den Leuten klar machen. Also da braucht es einfach extrem viel mehr Öffentlichkeit und Medien, Kulturprojekte. Und das war auch sehr, sehr stark jetzt in diesem Wahlkampf, dass es Podcasts gab, YouTuber, alle möglichen, die Bernie unterstützt haben, irgendwie Stars und so weiter. Das ist natürlich total wichtig, dann darauf hinzuweisen und auch genau dieses transparent zu machen, auch wie die Wahlen funktionieren, wurde sehr viel mehr, kam sehr viel mehr zur Sprache, hatte ich das Gefühl, als noch 2016. Und insofern, das kann auch eine Chance sein, nicht nur darüber aufzuklären, sondern auch da so ein anderes Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie kaputt das System eigentlich ist. Hm. Ja, es kam mir jetzt gerade noch eine Frage rein. Ja, alles gut. Das machen wir vielleicht die letzte Frage draus. Mhm. Und zwar fragt Laura, ist Sanders Green New Deal nicht eher sozialstaatlicher Kompromiss als Marxismus? Mhm. Ja, genau, ist es auch. Ich glaube, das kann man so eindeutig sagen. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass wir ihn brauchen. Also ganz grob gesagt, eben jeder Klassenkompromiss, den es vorher mal gegeben haben könnte, wurde aufgekündigt, eigentlich von oben. Also insofern Klassenkampf von oben betrieben. Und die Ungleichheit ist so massiv weit auseinandergegangen oder so viel größer geworden, dass wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, als überhaupt erstmal wieder einen neuen Klassenkompromiss zu haben. Ich weiß, das klingt super reformistisch und das werden mich jetzt auch wieder genug Leute dafür kritisieren, aber ich glaube tatsächlich, dass es erstmal eine neue Art von, wie auch immer, Einhebung braucht, um uns überhaupt erst in die Lage zu versetzen, darüber hinaus zu denken. Also ich glaube schon, dass die großen Konzerne überhaupt erstmal wieder in irgendeiner Form auf so einen Klassenkompromiss, wenn man überhaupt eine Handhabe haben möchte gegen so große Unternehmen, dass es erstmal diesen Kompromiss geben muss und dass überhaupt erstmal wieder Arbeiterinnen und Arbeiter geschützt werden vor einfach massiver Überausbeutung und Leiharbeit. Und ich meine, das Ganze haben wir in Deutschland ja auch, ne? Also den Niedriglohnsektor und so weiter. Das heißt, ich glaube, man muss erstmal wieder
überhaupt ein Level schaffen an sozialer Sicherheit, um dann zu sagen, wie können wir jetzt auch nicht nur einfach Mitbestimmung haben im Betrieb, sondern wie können wir selber über die Produktion mitbestimmen. Das wäre dann sozusagen so ein Übergang zu Sozialismus, den man sich so vorstellen könnte. Aber ich glaube nicht, dass das alles auf einen Schlag geht, nicht unter den Verhältnissen, wie sie jetzt sind. Und trotzdem, genau, darf man den Green New Deal jetzt nicht als Allheilmittel oder als die Revolution sehen. Das wäre, glaube ich, falsch. Das ist es definitiv nicht. Und man muss schon darüber hinausdenken. Während man dafür streitet, muss man darüber hinausdenken und darf auch nicht vergessen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Genau, aber es ist immer noch mehr, als zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Mindestlohn oder so. Also es ist schon ein größerer Schritt als diese kleinen Tippelschritte, die wir so gewöhnt sind. Aber es ist auch noch nicht die Revolution. Es ist was dazwischen. Ja. Ja, aber wie du ja auch quasi schon einleitend gesagt hast, sind die Grundvoraussetzungen irgendwie so andere in den USA und das System ist irgendwie so prekär, dass es auch vielleicht ein bisschen Sinn macht, dass man jetzt nicht direkt den großen Steinwurf erwarten darf. Ja. Darf man, glaube ich, bei uns auch nicht. Das ist, da wird man auch enttäuscht. Ja. Okay, keine Frage mehr da. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal von den Facebook-ZuschauerInnen. Vielen Dank für die Fragen. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch nie so viele auf einmal. Deswegen habe ich die schnell runtergerattert. Danke, dass du die alle so fleißig beantwortet hast. Ich beende mal den Stream. Auf Wiedersehen. Ja.